Hinaus zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dredge. Wir haben beim letzten Mal im Sternenbecken noch alles Mögliche geangelt, was irgendwie in die Enzyklopädie gepasst hat. Darunter fiel die linke der beiden Anomalien des Scheibenbauchs, als auch die rechte von beiden Anomalien des Barracudas. Und alles weitere muss halt noch in den Krabbenkorb gelangen. Genauso wie beim Knochenhecht. Da sind uns beide Anomalien gleich zu Beginn der letzten Folge an die Angel geraten. Und das Feld nun lichtet sich wirklich. Das ist schon krass. Also, es wird jetzt hier wirklich im Schnelldurchgang mehr oder weniger abgearbeitet. Der Stachelrochen ist noch so ein Kandidat, der uns fehlt. Hier bei den Marktstätten. Der taucht am Tag und in der Nacht auf. Und das hier ist nämlich einer dieser Vertreter. Von dem noch eine Anomalie zu kriegen, wenn die Fangplätze schon relativ niedrig daherkommen, was die Population angeht, dann müssen wir erstmal gucken, wo haben wir denn noch von solchen Vertretern hier irgendwas? Hier sind noch welche. Hier ist der Bestand höher als eben gerade vor Kleinmark. Da einmal rein. Ja, die Teile hier erstmal unterzukriegen ist gar nicht mehr so einfach, ne? Ist ja nicht so gut. Ich glaube, damit hat sich das eigentlich schon erledigt. Es sei denn. Nee. Oh, das ist ja mies, ey. Das ist ja richtig unangenehm. Also, okay, gut, dann müssen wir die, die wir jetzt haben, erstmal verkaufen. Es hört sich mit den Möwen hier schon im Hintergrund bei dem Leuchtturm von Großmark so an, wie am Hafen von Lost Heaven. Wie zu den besten Zeiten der Mafia aus dem gleichnamigen Spiel. Da kommen Flashbacks wieder hoch. Hier ist doch auch ein saftiger Bestand. Ach, das waren die Flundern. Shit. Okay. Ha! Splitterrochen, da ist er. Sieht aber auch sehr gefährlich aus, ne? Die steinerne Haut dieses Rochens spannt sich um einen schwarzen Kern aus Kristall. Die Fragmente reiben geräuschvoll aneinander. Wenn er jetzt nicht gestanden hätte, Kristall, hätte ich vielleicht noch gesagt Obsidian. Ein Mineral, ein vulkanisches Mineral. Allerdings würde das mehr Sinn ergeben beim Teufelsgrat und nicht hier. Aber den hätten wir auch. Und das sollte jetzt ursprünglich der letzte im Bunde gewesen sein.
Ja. Die Marktstädte sind nun, was das angeht, wirklich, bis auf die eine Abgabe des Tumorzwickers, der Anomalie der Winkerkrabbe, einmal mindestens verkauft worden. Das heißt, wir können jetzt bedenkenlos Richtung Sturmklippen fahren, wegen der Tigermakrele. Diese, genauso wie der Wrackbarsch, fehlen uns auch noch an der Angel. Das Teil ist auch eben gerade einfach kackendreist vor uns gespawnt. Vor allem die Tigermakrele als auch der Stör und der Wrackbarsch sind halt hier die Gesellen, die noch geangelt werden müssten. Zumindest von den Anomalien gesprochen. Das ist der Königslachs, den brauchen wir nicht mehr. Ich bin auch mal gespannt, was uns das Buch dann hergeben wird, wenn das fertig gelesen ist. Leuchtender Stör. Da haben wir das Exemplar. Die simplen Mechanismen des Lebens, die als zartes Skelett Gestalt annahmen. Es hieß ja schon, dass der Stör... Wo haben wir die Info? Hier. Ein urzeitlich wirkender Fisch mit harten, stachligen Schuppenplatten, die entlang des Rückens verlaufen. Okay, da steht zwar nur urzeitlich wirkend, aber ich bin mir jetzt nicht im Bilde, wie lange oder auf welche Zeitlinien dieser Fisch schon zurückzuführen ist. Entsprechend könnte ja auch diese Infobox des Fisches im Sinne der Anomalie Aufschluss vielleicht darauf geben. Ich weiß es aber nicht. Na, Mensch. Schade, hier gab es nicht Erfolg auf den letzten Wrackbarsch. Nur was nicht ist, kann ja noch werden. Genauso wie die Vervollständigung des gerade noch zu lesenden Buches hier von unserem Fischer. Den Wrackbarsch gab es ja auch auf der Rückseite bei den Piratenschiffen. Gab es denn da eigentlich auch noch irgendwas drin? Nee. Da tat sich nichts. Hier sind noch welche. Hier hatten wir die erste Anomalie damals rausgefischt. Ich bezweifle zwar sehr stark, dass hier auch die andere vorkommt, aber man muss es ja wenigstens mal auf den Versuch ankommen lassen. Das war close, Junge. Schleich dich mal. Hau da wenigstens auch wieder ab.
in eine seiner gegrabenen Löcher. Ja, tut er. Sehr schön. Und wisst ihr was? Mir ist da vor geraumer Zeit auch mal etwas in den Sinn gekommen. Ich meine, es sieht ja aus wie eine Seeschlange. Also sehr entfernt und entfremdet, aber es hat keine Flossen. Ich habe da zumindest keine gesehen. Könnte das nicht eine verdammt riesige Anomalie sein von dem Riemenfisch, was wir hinter dem Wasserfall ja mal geangelt hatten? Als eine der exotischen Fischarten für die Fahrenländerin. Könnte das nicht irgendwo irgendwie in Verbundenheit stehen vielleicht? Muss nicht. Aber könnte. Ja, zwei Anomalien. Achso, halt. Die gibt es ja auch nur am Tage, die ich noch angeln kann. Das waren sie nicht. Nein. Nein. Das sind alles nicht die Tigermakrelen, die ich hier suche. Das könnten welche sein. Ja, das sieht schon besser aus. Boah, wie klein die sind, ne? Für unseren Frachtraum ist es ja absolut winzig. Gehäutete Makrele, yo. Zum Verzehr wahrscheinlich weniger geeignet. Zerfetztes Fleisch, freiliegende Muskeln und Knochen. Dieser eklige Fisch kann nicht lange gelebt haben. Ja, wohl wahr. Somit können wir auch einen Haken hinter die Tigermakrele von den Sturmklippen einmal setzen. Fehlt also nur der Wrackbarsch, der geangelt werden kann und soll. Was gab es denn jetzt eigentlich mit dem Buch? Was hatte es damit auf sich? Erhöht die Fangchance für Anomalien um 4%. Nochmal zusätzlich. Ein Band und alle Seiten sind unleserlich. Anstelle von Wörtern finden sich unbekannte Sternenkonstellationen, Hieroglyphen aus Sternen und astralen Formen. Also prinzipiell kann man eigentlich sagen, ein Buch, was man zwar irgendwo versucht hat zu lesen, aber eigentlich gar nicht lesen konnte. Und das ist ein permanenter Bonus. Das ist natürlich richtig geil. 9%. Das ist natürlich echt schon ziemlich, ziemlich geil. Ja, dann lasst mich noch mal kurz blicken. Der Wrackbarsch war... Okay, das einzige Problem ist halt, da steht nicht in welcher Tiefe. Hätte ich da jetzt mal drauf geachtet. Mein Grundgedanke war nämlich eben gerade vielleicht noch die andere Angel mit reinzupacken. Die Sehnenangelrute. Aber höchstwahrscheinlich werde ich das gar nicht mehr brauchen, weil wir ja schon angeltechnisch bis auf diese hier
fast alles haben. Mal gerade gucken. Also wenn man dadurch jetzt die Fangchance der Anomalie natürlich noch mal steigern kann, dann werfe ich da mal eben einen Blick drauf. Abyssal und Hadal. Ozeanisch. Ja, also so halbwegs, ne? Man könnte das noch versuchen zu steigern. Weil ins Schleppnetz muss ja jetzt eigentlich nichts mehr. Es ist der Seewolf und der Koboldhai in der fahlen Ferne, als auch die letzte Krabbe, die dort da noch als Anomalie gebraucht wird. Ansonsten sind es nur noch die Krabbentiere beim Sternenbecken, Windstrang und Teufelsgrat. Und die anderen Sachen jetzt eben gerade noch aus dem ozeanischen Bereich, dafür brauchen wir das Schleppnetz nicht mehr. Also, oder? Der kann erstmal raus. Der kann auch raus. Wenn das Ding, ne? Wenn dieses Teil ein Ding weniger wäre, es würde funktionieren, ey. Shit. Mann. Es würde echt gehen, ey. Boah, Mist. Aber so halt nicht. Das ist bitter. Aber eigentlich, ja, ganz egal wie ich es drehe und wende, also das Schleppnetz, na komm, weg damit, das Schleppnetz bringt ja nichts. Ich habe eine Idee. Wir packen den auch mal raus. Das machen wir später. Dann haben wir die 9% trotzdem drin, um jetzt erstmal auf die Jagd zu gehen nach den, genau, nach den letzten Anomalien hier im Bereich der offenen See.
Der Gotteslachs war hier irgendwo in der Nähe. Der Mondfisch war in der Nähe des Windstrangs. Und der Grenadierfisch, wo war eigentlich der Kasper? Wo war der denn, ey? Man fühlt sich jetzt, also ich bin der Meinung, ich habe es schon mal geäußert, aber man fühlt sich jetzt einfach so, weiß ich nicht, ohne das Schleppnetz, man fühlt sich jetzt so nackig. Ganz eigenartig. Irgendwo vor einer dieser Küsten oder Inseln, besser gesagt, da gab es mal den Mondfisch. Ich weiß auch sonst keine andere Stelle, ne, wo der auftauchte. Um ehrlich zu sein. Irgendwo da vorne oder da auf der linken Seite, eins von beiden. Buckelwal kann ich ja nicht an die Angel ziehen. Thunfisch ist auch unwichtig. Das ist nicht der Mondfisch. Das Gute ist, die Teile sind ja so derartig fett, dass man das ohne Probleme durch die Wasseroberfläche erkennen kann. Die Hammerhaie. Die sind aber verdammt weit draußen, ne? Im Gegensatz zum Sternenbecken. Hier ist doch so einer. Hier ist so ein Knilch. Verkohlter Mondfisch. Da haben wir doch was. Er hat seine besten Tage hinter sich. Splitterig abblätternde Schuppen. Und der knisternde Körper fühlt sich heiß an. Ich nenne ihn liebevoll Anakin. Gibt es denn überhaupt sonst noch die Möglichkeit, hier hinter der Insel ein solches Exemplar zu finden? Aber ich meine, ey, einer schwamm da rum. Einer konnte gefangen werden und einer war die Anomalie. Das lässt sich doch sehen. Warum sind die Hammerhaie so weit draußen? Überleg mal, das Sternbecken kann man kaum noch sehen. Also, ich weiß nicht. Von mehr als dieser Art und Weise des Mondfisches ist mir halt sonst echt nichts bekannt. Ich bin einmal auf den Typen da gestoßen und seitdem weiß ich zwar, dass der da ist, aber ansonsten keine Chance. Gar nichts, ey. Dann werde ich den jetzt auch mal direkt auf bestem Wege bei der fahrenden Händlerin abgeben. Nicht, dass der mir noch irgendwie durch die Lappen geht im Sinne von, dass er infiziert wird oder sonstiges. Das muss nicht sein. Da kommen wieder die Polarlichter zum Einsatz. Thank you.
311 für den, das ist eine Ansage. Das ist wahrhaftig etwas, wo ich sagen kann, yes. Nimm mit. Doch gar nicht. Warum tut sich denn da nichts? Wie viel noch verbleibend? Das hatte ich jetzt gerade nicht gesehen. 5. Okay. 5 noch. Wir haben es jetzt noch in der Nacht, das heißt, wir könnten jetzt noch Richtung Sturmklippen wieder zurückfahren, weil irgendwo dazwischen, in der Hoffnung, dass ich es bei Zeiten finde, da gab es noch den Gotteslachs. Die Frage ist, wo? Gewesen? Nein. Das war der Geisterhai. Das erleichtert einem auch... Treibgut. Ja, nee, das ist keine Anomalie. Das Gute ist, es nimmt ja einem schon die Arbeit ab, indem man halt gar nicht mehr alle Fischarten überhaupt angeln kann. Also von daher ist die Auswahl ja schon begrenzt. Erstmal wieder zu finden. Während man hier gefühlt nichts sieht. Macht es das nicht besser. Tja, irgendwie nicht. Tja, Leute, das ist mau. Und wenn der Nebel nicht noch wäre, dann könnte man das ja wenigstens besser abschätzen können. Aber nein. Auch das ist natürlich nicht gegeben. Ärgerlich. Okay. Aber wir haben immerhin einen weiteren, sag ich mal, der Enzyklopädie hinzufügen können. Da geht der Time. Okay, ich habe den Timer ausgestellt, aber der Timer will nicht. Warum will der Timer jetzt nicht? Was soll das denn? Okay, Leute, da muss ich mich dann gleich mal so drum kümmern. In der Hinsicht, ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Dredge.